Gut, ich würde sagen, es ist an der Zeit, mit den Mädels Tacheles zu sprechen. Ich würde sagen, wir suchen sie und jeder von uns schnappt sich eine. Gute Idee. Shireen? Hey, hast du Shireen oder Maria gesehen? Nee, sorry. Shireen? Shireen? Maria? Maria! Hey, und? Nichts gefunden, und du? Hey, habt ihr Shireen gesehen? Nee. Mann, wo kann ich denn sein? Keine Ahnung. Sind das die drei Mädels von heute Morgen, die dabei zugeschaut haben, wie Shireen mal über die Straße geschickt hat? Ja, die gehören auch zu Shireens Clique. Lass uns gehen. Halt, hier geblieben. Was macht ihr hier? Nichts, wir zum Unterricht. Ganz klare Sache, oder? Vorbildlich, wie sonst immer. Was hast du hinter deinem Rücken versteckt? Gar nichts. Sag mal. Soll ich mal um? Also sag mir jetzt genau, wofür das braucht, sonst sitzen wir alle zusammen bei der Chefin heute. Das haben wir bei der Shireen in der Tasche gefunden. Und was hat Shireen damit vor? Keine Ahnung, der hat gesagt, irgendwas Krasses. Noch krasser als das mit dem Trockeneis. Und was soll das bitte genau sein? Und was hat Maria damit zu tun? Macht sie das freiwillig? Oder wird sie von Shireen dazu gezwungen? Nein, nicht direkt. Hey, ich hab keinen Bock, euch alles aus der Nase zu ziehen. Das war Butter bei dir, Fische. Was wird hier gespielt? Bleib ruhig. Ich bin ruhig. Also Maria wollte halt unbedingt zu unserer Clique dazugehören. Deshalb hat Shireen sich das mit den Mutproben ausgedacht. Ja, und wir fanden das auch echt witzig. Bis es irgendwann zu heftig wurde, die Augen verbunden wurden. Und dann haben wir versucht, mit Shireen zu reden und zu sagen, dass es zu viel ist. Aber nichts. Also hört Shireen nicht mehr auf euch? Nein. Also alles nur Mutproben, ja? Und was hat Shireen als nächstes mit Maria vor? Herr Hansen, das wissen wir nicht. Verarscht mich nicht! Jetzt sagt mir, wo die beiden sind, oder wisst ihr es auch nicht? Also auf unsere WhatsApp-Nachrichten antworten die auch nicht mehr. Nein, ich habe ja auch schon tausendmal angerufen, aber es gehen beide nicht ran. Wer weiß, zu was Shireen die arme Maria noch drängt. Wir müssen die auf jeden Fall ganz dringend finden, bevor noch irgendetwas passiert und Maria sich ernsthaft verletzt. Oh, sexy. Sexy. Was ist da los? Ohlala. Steht dir. Schreckchen. Ey, shit, warum kommt Tante Sonja gerade in diesem Moment? Ich war so kurz davor, aus der Schule zu kommen. Naja, aber vielleicht kann ich ja, kann ich hier entwischen. Fuck. Aua. Ach, verdammt. Oh. Was genau ist hier los? Ich würde ganz gerne wissen, warum trägst du meine Klamotten? Naja, meine Kleidung ist in der Wäsche. Ach, das ist ja spannend. Und deswegen trägst du auch meine Kette, meinen Gürtel, meinen Schmuck und meine neuen Schuhe. Sag mal, geht's noch? Hey Leonard, hast du dich schon geoutet? Du bist jetzt still, Girl. Ferber hat mich gerade schon informiert, dass mein lieber Leonard schon wieder der Prankmeister der Schule hier ist am heutigen Tag. Also ich bin erschüttert. Ich habe eigentlich mit ihm gesprochen, dass das ja mal irgendwann aufhören muss. Aber da habe ich die Hoffnung tatsächlich schon aufgegeben. Nur eine Sache, die geht wirklich nicht. Meine Klamotten bleiben in meinem Schrank. Okay, Tante Sonja, ich will ehrlich mit dir sein. Mhm. Ich hab mir deine Kleidung nur kurz ausgeborgt. Und ich hab ganze 30 Pieten damit verdient. Und eine Urkunde. Aha, Gewinner des ersten Männers, die besseren Frauen. Die Betonung liegt auf Gewinner. Mhm. Ja, aber das ist doch super mit dem Geld. Dann kannst du das ja gleich wieder reinvestieren und meine Sachen zur Reinigung bringen. Hä? Aber ich hatte deine Klamotten nur kurz an. Ja, und trotzdem sind sie schmutzig. Und dann gehen sie zurück in den Schrank, wo du sie herausgezaubert hast. Und zwar genauso schön gefaltet, ja? Ja, aber Tante Sonja, dann ist mein ganzer Gewinn futsch. Das geht gar nicht. Ich habe gerade 30 Euro damit verdient. Ja, aber du hast ja dann immer noch die Urkunde. Ach, außerdem hat Ferber mir gesagt, du hast heute Nachsitzen. Hm? Und das heißt, du bleibst in diesem Outfit bis heute Nachmittag und dann gehst du in die Reinigung, okay? Aber Tante Sonja! Ey, die Reinigung, die kostet locker 30 Euro, wenn nicht sogar noch mehr. Das heißt, ich habe den Fummel völlig umsonst angezogen. Und vielleicht bin ich sogar im Minus. Das nenne ich einen Fehler. Wir haben jetzt die gesamte Schule nach Shireen und Maria abgesucht, aber wir finden die beiden einfach nirgends. Und auf ihrem Handy können wir die auch nicht erreichen. Und? Nichts, nada. Nirgends verauffindbar, die beiden. Mann. Ey, jetzt reiß dich mal zusammen. Wir sind überall Schüler. Das bringt uns auch nicht weiter. Ja, ist ja recht. Sorry. Ich krieg das einfach nur so auf. Hallo, ich wollte noch mal mit Ihnen sprechen. Wissen Sie, wo Ihre Tochter ist? Nein, aber mein Auto ist weg und sie hat es mitgenommen. Einer meiner Mitarbeiter hat gesehen, wie meine Tochter und ein anderes Mädchen in mein Auto eingestiegen und weggefahren sind. Dabei hat sie nicht mal einen Führerschein. Das wird sie bestimmt brauchen für eine von den gefährlichen Mutproben. Was für Mutproben? Wären Sie vorhin nicht abgehauen, dann wüssten Sie das. Ihre Tochter wird von Shireen ausgenutzt für gefährliche Mutproben. Die werden gefilmt und stehen dann ins Internet. Guck mal da vorne. Was? Das ist doch mein Auto. Sind die verrückt?
Maria, bist du bereit? Ja. Gleich geht nämlich die Post ab. Schiri, siehst du, dass du aus dem Auto rauskommst? Nee, Fräulein, komm sofort raus. Möchte gern Stuntshow oder was? Ja, das ist jetzt vorbei. Ja, besser. Warum macht ihr das? War doch nur Spaß. Unter da, komm. Spaß. Kannst du mir erklären, was diese Scheiße bitte soll? Hä? Was hast du dir dabei gedacht? Anscheinend wollte Shirin mit Maria auf dem Autodach losfahren und das Ganze auch noch filmen, um im Internet irgendwelche Klicks und Likes zu generieren. Gott sei Dank sind wir gerade noch rechtzeitig gekommen. Naja, ich fand Shirins dreiste Art so cool und ich wollte halt zu ihrer Clique dazugehören. Und deswegen machst du so eine Scheiße oder was? Ist das dein Ernst? Ich verstehe das nicht. Du gehörst doch zu uns. Ja. Irgendwie waren alle in letzter Zeit krass mit sich selbst beschäftigt. Rosa wegen der Band, die Geschichte mit Tarek, Charlotte mit ihrem Vater und Jacqueline mit Danny. Alle anderen halt auch. Selbst meine Mom hatte dann keine Zeit mehr wegen dem Hotel. Und dann habe ich halt gedacht, dass ich durch die Videos neue Freunde finde. Herr Hansen, ja. Sie hatten recht. Es tut mir leid. Ich habe meine Tochter aus den Augen verloren. Dann schrauben Sie jetzt am besten mal ein paar Gänge runter und kümmern sich mehr um Ihre Tochter anstatt um das Hotel. Das werde ich machen. Ich werde weniger arbeiten, damit ich mehr Zeit habe für Maria. Das finde ich gut. Und jetzt zu dir, Fräulein. Ist dir eigentlich klar, wie gefährlich das hier ist? Und davon noch Videos machen und die ins Netz stellen? Mein Gott, lassen Sie mich doch einfach in Ruhe. Shirin, sieh zu, dass du wieder herkommst. Sofort. Du erklärst uns jetzt, was soll diese Scheiße, hä? Mein Gott, das interessiert doch eh keinen, was ich mache. Und ich werde doch eh vor der Schule fliegen. Was soll das denn heißen? Ich interessiere mich für dich. Was machst du denn jetzt hier? Ja, deine Lehrer waren bei mir. Ach, und jetzt auf einmal bin ich dir wichtiger als dein Bier? Shirin, ich glaube, was dein Vater dir damit sagen will, ja. Du bist ihm wichtiger, sonst wäre er nicht hier. Oder, Nolte? Ja, und tut mir auch alles leid. Und ich will es besser machen. Ich glaube aber, dafür ist es jetzt einfach zu spät. Von der Schule werde ich wahrscheinlich auch fliegen. Also, Shirin, das, was du mit Maria gemacht hast, das war nicht nur leichtsinnig, sondern auch lebensgefährlich. Und ob du von der Schule fliegst, das entscheidet Frau Holmes. Wenn du es aber bereust, also wirklich bereust, dann können Herr Hansen und ich vielleicht ein gutes Wort für dich einlegen. Aber nur, wenn du es wirklich bereust. Und was ich Ihnen noch rate, ist auf jeden Fall eine Familientherapie aufzusuchen. Ich weiß, es kann manchmal verstrickt sein, ja? Deswegen braucht man Hilfe, fremde Hilfe. Ich rate Ihnen das wirklich. Ja, hört sich doch gut an, oder? Sollen wir das mal probieren? Ich weiß nicht, ob das was bringen würde. Aber ein Versuch ist es vielleicht wert. Können wir machen, Papa. Und Maria, bei dir wollte ich mich noch entschuldigen. Ich weiß auch nicht, was mit mir los war. Das ist eigentlich überhaupt nicht meine Art. Tut mir leid, ich wollte dich nicht für irgendwas benutzen. Ist schon okay. Gut, ich denke, für heute sollte es gut sein. Ihr könnt beide nach Hause gehen und wir sehen uns dann morgen wieder beim Unterricht, ja? Weißt du was? Ich glaube, ohne dich hätte ich das tatsächlich nicht so gut hinbekommen. Das kann ich nur zurückgeben. Ich finde, wir waren heute echt ein gutes Team. Scheint wohl so. Lust auf einen Kaffee nach dem ganzen Stress? Ja, Kaffee klingt gut. Danke. Wir sind zwar sehr verschieden und Nico ist meiner Meinung nach meistens echt drüber, aber wer weiß, vielleicht tut er der Schule ja wirklich ganz gut. Und ich bin jetzt schon darauf gespannt, wenn er das erste Mal mit dem Färber aneinander rasselt. Die Trantüte Max kann ja doch ganz nett sein. Wenn er noch ein bisschen mehr mit mir abhängt, dann wird er vielleicht noch eine ganz coole Sache. Ich freue mich so sehr auf den Abend mit Lukas. Nur er, ich, ein Film, Pizza und was zu knabbern. Also, ich habe 2 Filme auf unsere Watchlists gesetzt. Entweder Isn't It Romantic oder Sag nichts, Liebling. Was sollen wir schauen? Ich kenne beide nicht. Die sind ja auch beide neu, aber die sind gut. Okay, also wenn du keine Ahnung hast, dann wäre ich für Isn't It Romantic. Alright. Alright. Oh, muss die Pizza sein. Heute geht auf meinen Akten. Okay. Hey. Wir müssen ganz schnell rein, wir haben heute gefurzt. Ja. Aber was wollt ihr denn hier? Zocken. Was wollen die hier? Tobi hat sich bei mir gemeldet, wegen meiner Abend mit Mirko. Und? Ich konnte nicht absagen. Oh, Lukas. Mann. Sorry. Aber wir zocken nur 1-2 Runden und dann gehen die Jungs auch wieder. Guck mal, die nächsten Abende gehören uns. Uns allein. Versprochen. Ja, okay. Oh, du bist die Beste. Ich weiß. Boah, Mann, ich bin echt sauer auf Lukas. Warum lädt er die Jungs ein, ohne mich zu fragen? Wir haben doch in der Schule schon über den Mist geredet. Boah, Mann, keine Ahnung, warum ihm der Abend mit den Jungs wichtiger ist als ein Abend mit mir. Oh Mann! Ja!
aus dem Weg. Hey. Hey Mann, so habe ich mir den Abend echt nicht vorgestellt. Außerdem sind die Jungs echt länger hier, als Lukas mir versprochen hat. Das ist echt scheiße. Schatz, kannst du uns noch ein paar Chips holen, bitte? Klar, gerne hole ich Chips. Schatz. Okay, noch eine Runde. Okay, drei, zwei, eins und go. Ja! Oh Mann! Schatz, hast du noch eine Cola für mich, bitte? Mhm, gerne. Dann stinken wir nicht mehr. Ach, verdammt! Schatz, wir brauchen noch ein paar Papiertücher. Tobi hat was umgeschüttet. Kannst du es bitte sauber machen? Ich bin auf der zwei. Gerne sauber. Nicht mehr lange! Rosa hatte die ganze Zeit recht. Lukas hat sich kein Stück verändert. Aber gut, wenn ihm das Zock mit seinen Jungs wichtiger ist als ich, dann gehe ich lieber.